Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an Jan und alle, die mitorganisiert haben, die das möglich gemacht haben, dass ich heute hier sein darf. Und Dank an euch alle, die euch die Zeit genommen habt, heute vorbeizukommen und ja, hier präsent zu sein in diesem Raum, auf dieser schönen Erde, die wir bewohnen dürfen. Und ja, das Thema heute ist die Utopie einer geldfreien Welt. Von dieser Utopie hin zur Praxis. Und ich möchte ein bisschen was erzählen, was mich die letzten Jahre bewegt hat, was ich in meinem Geldstreik gemacht habe, angestoßen habe, was mich ja, auch dazu bewegt hat, das überhaupt zu tun, also meine ja, Beweggründe. Und ich möchte aber auch von euch hören, beziehungsweise dass ihr auch in Dialog kommt, was sind eure Träume, was sind eure Vorstellungen. Und ja, möchte ja ein bisschen was erzählen und dann aber auch ja, ganz viele Fragen beantworten, die ihr habt. Und ja, angefangen hat alles, dass ich auch irgendwann mal hier geboren wurde auf der Erde und ja, bin groß geworden und dachte, ja, ich möchte irgendwie die Welt verändern, irgendwas Gutes zu beitragen und hatte dann als Vision, als Mission irgendwie im Kopf, dass ich mit viel Geld ganz viel helfen kann und wollte Millionär werden. Und dieser Traum vom Millionär sein, nicht um irgendwie viel Geld zu haben, sondern um möglichst denen, die am meisten Hilfe benötigen oder sie brauchen auf der Erde, denen zu helfen. Und ja, dann habe ich irgendwann mich aber von diesem Traum ein bisschen mehr verabschiedet, weil ich gemerkt habe, dass das mit dem Geld gar nicht so einfach ist. Es gibt zum einen Millionäre auf der Erde. Das kann also nicht so schwierig sein, da irgendwie sich die Taschen voll zu stopfen auf Kosten von anderen Menschen, Tieren oder dem Planeten, unserer Umwelt. Und bin viel gereist und habe mich dann irgendwann entschlossen, in Holland zu studieren. Und in dieser Zeit in Holland habe ich ja, ganz liebe Freunde kennengelernt und mit zwei von denen habe ich eine Organisation gegründet, mit der wir dann irgendwann geplant hatten, nach Mexiko zu reisen. Und zwar habe ich zwei Einladungen bekommen zu zwei verschiedenen Hochzeiten in Mexiko. Und die waren beide im März 2010 und das hat mich dann irgendwie doch bewegt. Ich bekomme nicht so viele Hochzeitseinladungen. Und dann dachte ich, ja, das ist vielleicht ein Zeichen, ein Schicksal, dass mich das irgendwie nach Mexiko schickt. Eigentlich hatten wir vor, in Europa zu bleiben. Aber dann wollten wir das ausprobieren und wir haben in der Zeit schon viel containert, Lebensmittel aus der Tonne gerettet oder auf Marktständen, was da halt so rumlag, nicht so schön wie hier. Und ja, dann haben wir uns irgendwann gedacht, wie wäre das eigentlich, wenn wir eine Reise machen, nicht nur so nach Mexiko hinfliegen, sondern die Reise schon als Erlebnis zu gestalten und auch als Erfahrung, wie ist es, wenn Mann oder Frau, in dem Fall waren wir drei Männer, wenn wir uns auf den Weg machen, ohne Geld zu benutzen und auf die ja, andere Seite der Erde, zum anderen Kontinent hinzureisen. Und das haben wir dann auch ja, geplant. Das Wichtigste ist ja immer, ihr habt auch alle bestimmt Träume, Projekte, die ihr verwirklichen wollt, Berufe, die ihr erlernen möchtet, irgendwelche Dinge, die ihr sehen, erleben möchtet. Und ja, jeder Traum beginnt natürlich irgendwo im Kopf als Idee. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, wenn jemand alleine träumt, bleibt es immer ein Traum. Wenn wir aber beginnen, gemeinsam zu träumen mit anderen, dann ist es schon der Beginn einer neuen Realität. Und so haben wir eben gemeinsam geträumt und es war natürlich auch eine gewisse Utopie zu glauben, dass man ohne Geld einfach da irgendwie rüber kann. Und viele Leute haben auch gar nicht an uns geglaubt, aber wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal und kann ja gar nicht schief gehen. Und sind dann losgetrampt durch Europa nach Marokko, von dort zu den Kanarischen Inseln. Und von den Kanarischen Inseln haben wir dann ja, ein bisschen länger gesucht nach nach einem Boot, was da irgendwie rüber segelt auf der anderen Seite. Und die ganzen Leute im Hafen haben uns so ein bisschen ja, nicht ernst genommen. Sie meinten, wir sind ein bisschen zu spät. Also ich kann das nur jedem sehr ans Herz legen, mal so eine Reise zu machen. Über den Atlantik zu segeln. Aber wir waren ein bisschen außerhalb der Saison da. Also zwischen November und Januar ist eine gute Zeit. Wir waren irgendwann dann März, April da.
Und wir waren schon 3,5 Wochen und waren fast jeden Tag im Hafen, haben mit den Leuten gesprochen, haben ja unseren Traum kundgetan und haben Zettel angehängt. Aber es hat sich nicht viel getan und erst recht drei Jungs da mitzunehmen, die keine Erfahrung haben, war nicht so einfach. Aber wir haben irgendwie die Hoffnung nicht verloren und wir waren natürlich nicht nur an den Supermarkttonnen, sondern auch an den Mülltonnen von dem Hafen, wo die ganzen Leute, die ihre Habseligkeiten, meistens sind es immer, leben die in sehr großen Überfluss, die Menschen, die ein Boot haben, die benutzen es ja auch nur sehr selten und müssen da natürlich immer ausrangieren. Und wir haben da einen Rucksack gefunden mit zwei verschiedenen Flaggen. Und eine war aus Panama und die andere war aus Mexiko. Und das hat uns wieder Mut gegeben und wir waren voller Energie und Elan und Hoffnung und Zuversicht am nächsten Tag wieder im Hafen. Und haben gespürt, irgendwie muss das Boot jetzt in der Nähe sein. Und tatsächlich war an dem Tag ein italienisches Boot angekommen mit zwei italienischen Kapitänen. Und die haben wir dann auch relativ schnell gefunden und haben ihnen ein bisschen von unserem Traum erzählt. Und das Problem war, dass die eigentlich zwei Mädchen, Frauen haben wollten für die Überfahrt. Und wir drei ein bisschen Hippie, nicht so, wir waren jetzt nicht gerade adrett gekleidet. Das hat sie erstmal ein bisschen zum Denken gebracht, aber sie waren dann doch relativ schnell begeistert und haben gesagt, gut, dann machen wir das und nehmen euch mit. Und so sind wir dann über den Atlantik rüber. Und auf dieser Überfahrt habe ich ja sehr viel reflektieren dürfen über die Zeit, die ich mit den Menschen verbringen durfte, die uns überall geholfen haben. Weil natürlich war das eine Reise, die wir gemacht haben, aber letztendlich wurden wir weitergereicht. Hunderte Autofahrer und Autofahrerinnen haben uns mitgenommen. Die Menschen, die uns Essen gegeben haben, wir haben immer irgendwie bei Restaurants oder Marktständen, Supermärkten eben gefragt, auch nach den Lebensmitteln, die nicht mehr verkäuflich sind, aber die noch genießbar sind. Und so haben wir menschliche Beziehungen nochmal von einer ganz anderen Perspektive kennenlernen dürfen, weil ich natürlich auch, wie wir alle, konditioniert sind in dieser Welt, wo sich alles um Geld dreht und nichts ist kostenlos, außer Fragen vielleicht. Und so war ich doch sehr berührt von der Art und Weise, wie die Verbundenheit zu den Menschen, die uns begegnet sind, die uns geholfen haben, mich fasziniert oder berührt haben. Und wie die Menschen eben, obwohl sie uns nicht kannten, obwohl sie nicht irgendwas zurückhaben wollten, sondern bedingungslos uns einfach geholfen haben, wie schön dieses Menschsein war. Und ich hatte eben vorher auch schon Erfahrung gemacht per Anhalter und das war immer alles schön, aber so eine komplette Reise ohne Geld hat es nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht und ich war sehr dankbar und habe dann mich entschlossen, auch nach der Rückkehr wieder in Europa mein Leben ohne Geld oder im Geldstreik dann fortzuführen, um ein Zeichen zu setzen gegen die Überflussgesellschaft, gegen die Zerstörung unseres Planeten, der uns hier Leben schenkt und die Möglichkeit überhaupt unserer Berufung nachzugehen, etwas beizutragen, etwas zu unternehmen. Ich habe mich dann entschlossen, die Organisation sein zu lassen und mich eben auf dieses geldfreie Leben zu konzentrieren, um Bewusstsein zu schaffen, was wir auch alles heute schon für Möglichkeiten haben. Weil natürlich stehen wir manchmal vor einem großen Berg und denken, es gibt so viele Dinge, so viel Ungerechtigkeit in der Welt, so viele Missstände, so ein großes Ungleichgewicht, wo soll Mann, Frau da anfangen? Und es war aber für mich ein Schritt zu sagen, ich werde es einfach versuchen, das zu tun, was in meiner Kraft steht und bei etwas anfangen, was greifbar ist, nämlich Lebensmittel. Aber bevor es dazu kam, sind wir erstmal noch weitergereist, von Brasilien bis nach Mexiko. Meine Frau kam dann dazu auf die Reise und so waren wir dann irgendwann in Mexiko nach 11 Monaten. Das war ein halbes Jahr später, als die Hochzeiten waren. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ihr habt bestimmt auch schon mal irgendwo Erfahrung gehabt, dass man irgendwie eine Einladung hatte und dann war der oder die Freundin nicht da oder man lernt aber dann irgendwie jemand anderes kennen. Und so ist es oft im Leben, dass man vielleicht auch, wenn man irgendwo hin will, nicht immer auf direkten Wege dahin kommt und vor allem sich neue Türen öffnen, wenn man erstmal losgeht. Und der erste Schritt ist natürlich immer der allerschwierigste, also von dem Traum, den in die Realität bringen. Und so war es aber dann für uns irgendwo so Bestimmung auch, dass wir da zur rechten Zeit gekommen sind für COP15. Ihr habt bestimmt von COP21, also der Klimakonferenz in Paris, gehört und die war damals in Mexiko.
Und da kamen wir an und wollten ein Zeichen setzen, auch dass es nicht darum geht, über den Wandel, den wir leben sollten, um hier als eine von vielen Spezien weiter leben zu wollen auf der Erde, dass der bei uns anfängt und dass wir nicht auf die Politik, auf Organisationen, auf Firmen warten sollten, bis die irgendwie Dinge verändern, sondern dass wir selber, so wie Gandhi gesagt hat, die Veränderung leben sollten, die wir in der Welt uns wünschen. Und ich war vor der Reise schon, habe ich mich vegetarisch ernährt und habe mich dann aber auf der Reise entschlossen, letztendlich auch diesen Traum, ich möchte eigentlich keinem Tier irgendwas zuleide tun, ich möchte aber auch nicht unnötig Treibhausgase ausstoßen und habe mich dann entschlossen, eine vegane Ernährung zu wählen. Und ich weiß nicht, wer sich damit schon beschäftigt hat, aber selbst die UN sagt, dass die Treibhausgase von der Tierindustrie größer sind als alle Treibhausgase von den Schiffen, von den Flugzeugen, von allen Autos, LKWs und alles andere, was sich sonst als unter Transport, Mobilität auf der Erde versteht, ausmacht. Und die Zahlen schwanken zwischen 19% und 51% aller weltweiten Treibhausgase entstehen eben durch die Tierindustrie. Und wenn wir uns heute schon angucken, dass es nicht nur darum geht, dass wir natürlich mit dem Klimawandel ein bisschen unser Haus, unser Home, unseren schönen Planeten kaputt machen und das Leben für andere Menschen schwierig gestalten. So war es mir auch irgendwo schon immer ein Anliegen, irgendetwas beizutragen, dass weniger Menschen hungern oder am besten irgendwann niemand mehr. Und über 14 Milliarden Menschen könnten wir heute schon ernähren, wenn wir wollten. Aber wir schmeißen leider über ein Drittel der Lebensmittel weg, die wir produzieren. Und über 70% der gesamten Agrarfläche, die wir mittlerweile schon eingenommen haben auf der Erde, über 70% davon sind alleine für die Tiere bestimmt. Entweder Anbaugebiet für Soja, über 98% der gesamten Sojaproduktion ist für die Tiere bestimmt. Über 50% allen Getreides, was weltweit angebaut wird, ist für die Tiere bestimmt. Und dann gibt es natürlich auch Weideflächen. Und man kann sich eigentlich schon vorstellen, dass dieser Standard auch vom Fleischkonsum oder tierischen Produktekonsum gar nicht machbar ist auf einer größeren Skala. Das heißt, heute, wenn alle so Menschen so leben würden, wie wir hier in Europa oder Nordamerika, bräuchten wir mindestens 2 oder 3 Extraplaneten. Und wenn alle Menschen so viel Fleisch essen würden, wie wir, dann bräuchten wir eben auch ein paar mehr Planeten. Und das heißt, wir sind auf einem begrenzten Planeten und ich glaube, wir müssen gar nicht in dem Universum nach anderen bewohnbaren Planeten Ausschau halten, weil wir können diesen Planeten erhalten für uns und für alle anderen Spezien, mit denen wir die traumhafte Erde teilen. Und so ist dieser Schritt, eine vegane Ernährung, nicht nur etwas für die Gesundheit, das tut auch dem Körper gut, aber es ist eben auch etwas, den Verbrauch von Ressourcen zu minimieren. Als kleines Beispiel, ein Kilo Rindfleisch verbraucht bis zu 12 Kilo eben an Getreide oder Soja. Das heißt, mit diesen 12 Kilo, die das Tier isst, um ein Kilo Fleisch zu bekommen, könnte man natürlich auch Menschen ernähren. Aber das tun wir nicht. Und wir importieren mittlerweile sehr viele Lebensmittel für die Tiere aus anderen Regionen, also für Europa, weil wir schlicht und einfach gar nicht genügend Fläche haben, um die Tiere, die wir haben, und wir haben allein 1,5 Milliarden Kühe, die wir in der Welt, halten oder nutzen. Und dass das eine unglaubliche Chance ist, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Und um das nochmal auf einem anderen Beispiel deutlicher zu machen, ein Kilo Rindfleisch verbraucht bis zu 15.000 Liter Wasser. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt denn das ganze Wasser? Und das kommt daher, weil natürlich diese 12 Kilo Getreide, die ich für das eine Kilo Rindfleisch brauche, das muss ja produziert werden. Und so verbraucht eben auch ein Kilo Getreide um die 1.000 Liter Wasser. Und dann braucht das Tier natürlich so auch noch Wasser und die essen ja eben viele Dutzende Kilo am Tag, die Kühe allein und die Schweine und so weiter. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich das auch vorher gar nicht wirklich gelernt habe. Also man spricht immer über die Treibhausgase von den Schornsteinen der Fabriken oder der Auspuff der Autos, aber wir vergessen eben,
dass die Ernährung etwas, das ist ja auch ein Konsum, etwas Alltägliches, etwas sehr Bedeutendes ist, was wir verändern können, ohne dass wir auch von unserem Lebensstandard, also nicht genügend zu essen haben, ist Hunger, aber wir müssen ja nicht hungern, sondern wir können unsere Ernährung einfach verändern und einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass es mehr Essen für alle gibt. Und als letztes Beispiel da ein Hamburger mit Fleisch verbraucht über 2,5 Quadratmeter Fläche in der Produktion und Spaghetti-Teller mit ein bisschen Soße und ein bisschen Gemüse verbraucht 0,5 Quadratmeter. Und so kann sich jeder Mensch vielleicht da auch denken. Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, ist es natürlich eine Wahl für ein Produkt oder gegen ein Produkt, für eine Firma oder gegen eine Firma. Und so ist es eben auch bei jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, bei jedem Supermarkteinkauf für Nahrung. Muss es denn wirklich wieder das Fleisch sein oder der Fisch? Die werden mittlerweile auch mit Lebensmitteln versorgt. Und wenn nicht, sind es kleine Fische aus dem Ozean. Und so können wir eben ein klares Statement auch geben, indem wir unsere Ernährung verändern, um mit unseren Gedanken und Vorstellungen, dass alle Menschen genügend zu essen haben sollen auf der Erde, da irgendwie uns annähern. Und das war etwas, was mich auch sehr bewegt hat, die Ernährung. Und ich war dann dankbar, endlich diesen Schritt gemacht zu haben, um ja auch irgendwo ganzheitlicher glücklich zu sein mit dem, wie ich mich verhalte. Und dann wurde meine liebste Frau Nieves schwanger. Und wir hatten uns dann gesagt, wir wollen wieder zurück nach Europa. Und das hat dann nicht ganz so geklappt mit einer rechtzeitigen Mitfahrgelegenheit auf dem Boot und mit der Schwangerschaft. Habe ich mich dann entschlossen, obwohl ich nicht mehr fliegen wollte, zurückzufliegen. Und wir sind nach Berlin gekommen und haben dort einen Wohnraum gesucht für uns. Haben den auch gefunden, eine kleine Souterrain-Wohnung, die leer stand. Es gibt über 11 Millionen Immobilien und Wohnungen in Europa alleine, die leer stehen. Das sind teilweise ganze Häuser, teilweise Wohnungen einfach. Aber wir wollten eben auch darauf Aufmerksamkeit lenken, dass wir nicht nur zu viel Lebensmittel haben, zu viel Bücher, zu viel Kleidung, zu viel Fahrzeuge, sondern dass es eben auch ganz viel Wohnraum gibt, der leider ungenutzt ist. Und wir ständig immer wieder neue Wohnraummöglichkeiten bauen, anstatt Vorhandenes besser zu nutzen. Und dann war natürlich die zweite Frage wieder ganz wichtig, Essen. Ich habe dann erst bei den Bioläden in der Nähe die Tonnen immer leer geräumt und das war aber jedes Mal wie Tischlein deck dich. Ich bin jeden Abend hingekommen und es war wieder ein Festmahl, aber das hat mich ja auch am Anfang natürlich schockiert, um das wirklich zu sehen, auch von Bioläden, wie viel doch noch weggeschmissen wird. Aber dann habe ich mich irgendwann getraut und es hat ein paar Monate gedauert, mich an die Supermärkte zu wenden und eine Kooperation zu beginnen, weil wir natürlich das Containern, das wird teilweise geduldet, aber viel schöner ist es doch, habe ich gedacht, wenn ich irgendwie legal hingehen kann, in Kontakt mit den Mitarbeitenden komme und man ein kurzes Pläuschen halten kann und die Lebensmittel eben vor der Tonne bewahrt. Und so hat es dann auch geklappt mit einer großen Bio-Supermarktkette in Berlin, die mittlerweile drittgrößte Kette im Bio-Bereich in Deutschland sind, Bio Company. Und der Chef hat gesagt, ich traue dir zu, dass du das machen kannst. Fang mal mit zwei Tagen in der Woche an. Und so hat sich das dann entwickelt, dass immer mehr Leute auch mitmachen wollten. Und so konnte ich dann immer weitere Filialen von der Kette dazu holen. Und dann gab es auch irgendwann den ersten Bäcker und so wurde es immer größer. Und dann habe ich irgendwann von Foodchain gehört. Der war gerade in der Crowdfunding-Kampagne, der Verein. Und dann konnte ich da noch ein bisschen helfen, ein bisschen Geld für die Crowdfunding-Kampagne zu holen, aber vor allem das publik zu machen. Und dann habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Idee des Lebensmittelrettens, was wir in Berlin gestartet haben, auch irgendwo mit der Idee des Teilens von Essenskörben, privat zu privat, was die Ursprungsidee von Foodsharing war, doch da irgendwie mit reingenommen wird. Und so war das dann irgendwann so weit, dass wir über 200 Leute waren, die eben Lebensmittel gerettet haben, aber alles in irgendwelchen Excel-Tabellen, in irgendwelchen Karten mit Punkten und es war alles sehr kompliziert. Und dann hatte ich das Glück, eingeladen zu sein an der katholischen Hochschule in Köln. Und da habe ich den lieben Raphael kennengelernt, der
dann kurze Zeit später sich dran gemacht hat und die jetzige Foodsharing-Seite programmiert hat, was ursprünglich Lebensmittelretten.de war. Und so hat er angefangen, quasi das, was wir vorher auf sehr komplizierte Art und Weise gemacht haben, zu vereinfachen und vor allem multiplizierbar zu machen. Also so, dass es auch in anderen Städten funktionieren kann, vom Ausweisdrucken bis zur Planung, wer holt wann wie ab, wo sind die Nummern, wer hat Zugriff auf was. Und so hat Raphael ein ganz wunderbares Werkzeug geschaffen, um Lebensmittel auch richtig effektiv retten zu können und nicht die ganze Zeit nur in irgendwelchen Bürokratieebenen und Organisationsebenen drin zu sein. Und das Ganze hat er gemacht auch aus einer Überzeugung, dass es etwas Sinnvolles ist, ein Beitrag, den er leisten kann für den Wandel, den er auch in der Welt sehen will. Und ich bin ihm heute noch sehr dankbar, dass er da über 2000 Stunden allein für die Plattform aufgebracht hat und die programmiert hat. Neben ihm waren wir zum Glück nicht alleine. Es gab immer mehr Menschen, die sich dann eingebracht haben bei der Organisation. Mittlerweile sind es über 350 Botschafter und Botschafterinnen von Foodsharing, die in fast allen Städten im deutschsprachigen Raum die Organisation übernehmen, von den Leuten vor Ort neue Leute einführen, Betriebe ansprechen und so weiter. Und so ist aus diesem kleinen Traum mittlerweile eine schöne Bewegung geworden von Menschen, die sich alle ehrenamtlich einbringen, von eben den Foodsavern, den 11.000, die es gibt, zu den Betriebsverantwortlichen, zu den Leuten, die Presse machen, die Design machen, die Redaktion machen, Newsletter und alles andere, was da dazugehört. Eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, Wirkungsgruppen, wo jeder Mensch sich auch beteiligen kann. Und das Schöne ist, das Ganze basiert eben auf dem Gedanken, dass wir alle Fähigkeiten haben, Talente, Begabungen, die wir einbringen können zum Wohle aller und wo wir selbst dran auch Freude haben. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist, dass wenn wir irgendetwas tun, dass wir es tun aus vollem Herzen und mit Begeisterung und mit Leidenschaft. Und ja, so ist etwas entstanden, was ja mittlerweile sehr viel Interesse auch im Ausland erregt hat. Und das Ziel war schon immer, eine Open-Source-Plattform zu schaffen, sodass dieses Werkzeug auch international genutzt werden kann, was wir da entwickelt haben. Und jetzt haben wir mittlerweile mit Unity gestartet. Das wird die neue Plattform, auf der nicht nur Lebensmittel gerettet werden können, also von den Supermärkten oder anderen Betrieben, sondern eben auch von einem Blumenladen, von irgendeinem Werkzeugladen, von einem Kleiderladen. Kann aber auch eine Fabrik sein, die irgendwie Paletten übrig hat, die man retten möchte. Solarpanels werden immer mehr recycelt, weil sie nicht mehr so effizient sind. Auch die können gerettet werden. Und wir wollen uns aber nicht nur um das Retten kümmern von vorhandenen Ressourcen, um die intelligent wieder zu einer Nutzung zu führen, sondern wir möchten auch Menschen die Fähigkeit geben, ihre Talente auszutauschen oder vielmehr zu schenken. Weil das Schöne ist ja, wenn jemand Gitarre spielt oder wenn jemand Fahrräder reparieren kann, dann kann ja diese Fähigkeit auch geteilt werden mit Menschen und dann hat man nicht weniger von der Fähigkeit, sondern jemand anders hat sie auch oder sogar viele andere. Und so ist es eigentlich mit den meisten Dingen im Leben, die wirklich wichtig sind. Liebe, Freude, Herzlichkeit wird nicht weniger, wenn wir es teilen, sondern im Gegensatz viel mehr. Und Unity wird quasi so die Dach Geschichte von dem ganzen Foodsharing wird weiter bestehen bleiben, so wie es ist, mit den Regeln, die da auch mit der Zeit entstanden sind, was auch ein bisschen traurig ist. Am Anfang gab es gar keine Regeln, aber dann sind immer mehr Probleme aufgetaucht. Wir haben halt versucht, die ein bisschen einzudämmen, dass die nicht uns übernehmen, weil das sehr belastend ist für die Menschen, die sich dann mit den Problemen auseinandersetzen müssen oder im schlimmsten Fall sogar Menschen von der Plattform nehmen müssen, weil sie nicht sich liebevoll mit anderen Menschen verhalten haben oder gegenüber Betrieben oder was es da alles für unschöne Dinge gibt, die auch passiert sind bei mittlerweile über 200.000 Abholungen, die gemeistert wurden. Und in Zukunft wird es dann so sein, dass wir auch weltweit da gar nicht mehr in dieser Organisation irgendwelche Regeln aufstellen wollen und dieses und jenes müsst ihr machen, sondern wollen das Foodsharing-Wiki, was entstanden ist mit dutzenden Artikeln,
vielmehr so als Handbuch mitgeben, wo sich jede Organisation, aber auch Privatperson das rauspicken kann, was er oder sie für sinnvoll hält und dann nach seinen Vorstellungen eben die Organisation, die Community aufbauen kann und wir vielmehr einfach der Software-Zulieferer sind, als Open Source, kostenfreie, werbefreie Plattform, den Menschen einfach ermöglichen wollen, das, was wir hier in Deutschland und Österreich, in der Schweiz jetzt schon aufgebaut haben, nachzumachen, zu verändern, zu verbessern, deswegen auch Open Source, sodass alle Menschen, die irgendwie sagen, hey, ich möchte da irgendwas an dem Code zu beitragen, dann können sie es machen oder das Wiki verbessern, dann gibt es ein Best Practice Wiki, also welches funktioniert am besten. Und also von den Erfahrungen, die wir jetzt hier gemacht haben innerhalb der letzten 3,5 Jahre, die auch der Welt zur Verfügung stellen und ja möglichst vielen Menschen da ja das vereinfachen, sich gegen Lebensmittelverschwendung oder gegen die Verschwendung von irgendwelchen anderen Ressourcen einzubringen und sich aber auch zu vernetzen, weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem noch in der heutigen Zeit, dass es so viele Initiativen gibt, von Transition Town zu Repair Cafés, zu urbanen Gärten, zu Foodsharing und so weiter, die aber teilweise noch gar nicht wirklich miteinander verknüpft sind. Es gibt Facebook, wo mittlerweile über 1 Milliarde Menschen drauf sind und sich vernetzen, aber nicht alle Menschen wollen bei Facebook mitmachen, dort ihre Daten preisgeben und so weiter. Und dass es da noch ein bisschen an der Kommunikation hapert, damit auch all diese schönen Graswurzelbewegungen, die sich überall in der Welt auftun, dass sich da eine bessere Kommunikation machen lässt und dadurch dem Ganzen nochmal einen neuen Schub gibt oder bekommt. Und auf dem Weg sind wir da gerade. Ich persönlich habe jetzt 5,5 Jahre im Geldstreik gelebt und habe mich unentgeltlich eingebracht, habe ein Buch geschrieben, Glücklich ohne Geld. Glücklich war ich auch vor dem Geldstreik, aber das verkauft sich besser, wurde mir gesagt, wenn das so heißt. Ich wollte es eigentlich Bewusstsein nennen, aber das verkauft sich anscheinend nicht so gut. Und das gibt es aber auch kostenlos zum Runterladen für alle, die da eben kein Geld ausgeben wollen. Ein Drittel der Auflage wird jeweils verschenkt. Ich habe leider gerade keine dabei, weil mir die ausgegangen sind. Aber man kann sie ja auch bekommen oder natürlich in der Bücherei ausleihen oder wer will, auch kaufen. Aber ich habe mich eben unentgeltlich eingebracht und habe gar kein Geld angenommen, habe das verneint. Und habe eben alles so organisiert, auch für uns als Familie. Wir haben mittlerweile 2 wunderbare Kinder. Alma ist 4 und Noam ist 1 Jahr auf der Erde. Und ja, von den Kleidern für die, für uns, für Spielsachen und alles, was man irgendwie so irgendwie braucht als Familie, konnten wir organisieren, weil das ja auch gar nicht so schwierig ist in der Gesellschaft, wo von allem mehr da ist als gebraucht wird, ist es nur eine Frage auch der Organisation, sich darum zu kümmern. Das braucht teilweise ein bisschen mehr Zeit. Und das Schwierigste war eigentlich immer der Wohnraum. So haben wir in Berlin insgesamt an 3 Orten länger gelebt. Und Anfang diesen Jahres mussten wir dann aus der Wohnung raus, weil die Familie, bei der wir wohnen durften, sich ein Haus gekauft hat. Und das war einfach noch kleiner. Und wir waren ja mittlerweile zu viert. Und so waren wir dann in diesem Jahr ein bisschen viel unterwegs, haben uns umgeschaut für ein Ökodorf, was wir im Süden von Europa gründen wollten, Eutopia, haben mit anderen Familien uns in Kontakt gesetzt und haben eben geschaut, wo kann es da hingehen für uns und haben aber nicht was gefunden, wo wir vom Herz total dabei waren. Und so haben wir dann mit einer Familie, die wir hier in Freiburg kennengelernt haben, vor 2 Jahren uns zusammengetan und leben mittlerweile in Bissingen, das ist bei Kirchheim unter Teck in Stuttgart, hier in Baden-Württemberg und fühlen uns da sehr wohl. Und durch diese schwierige Zeit, die wir auch hatten, weil ich lebe ja nicht alleine, sondern ich bin Teil von der Familie und auch für das Wohl der Kinder, dieses ganze Hin und Her ohne einen festen Wohnplatz hat mich eben dazu gebracht, zu sagen, ich möchte den Geldstreik beenden und mich weiterhin aber einbringen, unentgeltlich in der Gesellschaft, aber wenn mir Geld irgendwo angeboten wird, es eben anzunehmen. Und mittlerweile bin ich da auch sehr dankbar für diese, für die äußeren Umstände, die mich dazu gebracht haben, obwohl es mir am Anfang sehr schwer fiel,
Aber heute sehe ich das ja ein bisschen anders und fühle mich gelassener und offener und denke, dass es auch etwas ist, was ein Schritt wieder mehr zur Normalität ist, weil wir natürlich, das ist ein Geldschrei, das kann jeder machen oder eine geldfreie Reise, aber ja, nach so vielen Jahren, dass es auch wieder eine sehr spannende Perspektive ist, wie ist das eigentlich mit Geld? Und ich hatte dann ja kein Geld in den Taschen und auch kein Konto für viele Jahre und da hat mir meine Frau, als wir auf dem Weg waren zu den WUP Days, da haben wir diese Weiterentwicklung von Foodsharing Unity gestartet. Da bin ich hingetremmt und sie hat mir aber ein bisschen Geld mitgegeben und ich hatte dann jemanden gesehen, der hat Musik gespielt in der U-Bahn und hatte überlegt, das finde ich einfach so schön, dass dieser Mensch sich einfach dort hinsetzt und dem Menschen eine Freude macht und selbst dabei auch Freude hat und habe ihm 20 Euro reingelegt und der Mensch hat sich gefreut natürlich. Und ich habe mich auch gefreut, nämlich Schenken ist etwas sehr Schönes und ich habe sehr viel schon verschenkt, weil Foodsharing verschenkt man eigentlich ständig, muss man in Anführungsstrichen verschenken, weil man natürlich nicht alles essen kann, was gerettet wird. Und habe auch vieles andere verschenkt und meine Zeit und meine Energie, aber ich habe Geld nicht so viel verschenkt. Und das war auf einmal auch so ein schöner Einblick, es ist auch etwas Tolles und es gibt ein gutes Gefühl, wenn Mann oder Frau einfach auch Geld schenken kann. Und dann war ich irgendwann nach 1300 Kilometer fast angekommen und war 20 Kilometer vor dem Ort, wo wir die WUP Days hatten. Und dann ja, kommt ein Mensch uns entgegen. Ich war mit meinem Cousin Adrian unterwegs und dann kommt dieser Mensch uns entgegen und wir wollten ihn eigentlich fragen, wie wir jetzt da hinkommen, weil wir waren total lost. Wir wussten gar nicht, wie es da jetzt weitergeht, überall Schilder, aber unser Ort stand nicht drauf. Und dann kannte der mich aus dem italienischen Fernsehen, war ganz begeistert und meinte dann so, ja, da müsst ihr dann hier die Bahn nehmen und dann da einen Bus. Und okay, was kostet das, haben wir gefragt. Meinte er, überhaupt kein Problem und hat mir einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt. Und das war mir vorher auch so nicht passiert. Jemand hatte schon mal einen 10er uns angeboten oder auch einen 20er. Aber dass ich das ganz spannend fand und interessant, wie das ist, wenn wir auch von unserer mentalen Einstellung uns einfach verändern, wie sich die Dinge auch in unserem Umfeld verändern. Und das Geld natürlich etwas ist, mit dem ich immer zu tun hatte. Also auch während des Geldstreiks habe ich mich immer als Kapitalist gefühlt, weil ich Teil dieses Systems bin. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und obwohl ich kein Geld in den Taschen habe oder kein Konto hatte, habe ich mich genauso Teil von Shell oder ExxonMobil oder ThyssenKrupp oder was auch immer für eine Firma gefühlt, weil ich ja dank all dieser Firmen auch lebe. Weil wir natürlich irgendwo manchmal denken, ja, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Ich habe jetzt einen Öko-Stromanbieter, ich habe ein Öko-Bankkonto und ich kaufe nur im Reformhaus ein oder in irgendeiner Bio-Koop oder so. Gibt es ja jetzt auch hier in Freiburg schon länger, aber sehr schönes und kaufe nur gebrauchte Kleider oder so. Aber natürlich kann man sich gar nicht wirklich entziehen von dem Geld, von diesem System. Was wir machen können, wir können das reduzieren, unseren Konsum. Aber die 80 Millionen Barrel, die jeden Tag allein an Erdöl verbraucht werden und die von diesen Firmen unter anderem ja, herausgenommen werden aus der Erde und dann eben in die Produkte kommen, die sogenannte graue Energie, hat das jemand schon mal gehört? Es klingt vielleicht nach Hokuspokus wegen grau, aber das virtuelle Wasser hatte ich vorhin schon angerissen. Das heißt, jedes Produkt, was wir konsumieren, zum Beispiel ein Kilo Baumwolle, verbraucht um die 12.000 Liter Wasser und meistens natürlich in Regionen, wo es ohnehin nicht sehr viel Wasser gibt. Und bei allen anderen Produkten, die jetzt nicht Lebensmittel und Textilien sind, ist es vor allem die Energie, die man messen kann. Und die, im Englischen heißt es Embodied Energy. Die graue Energie beinhaltet die gesamte Energie, die bis zur Entstehung des Produkts und aber auch im Recycling verwendet werden. Das heißt, diese Flasche hat vielleicht kein Plastik, aber trotzdem wurde das mit Erdöl hergestellt, weil natürlich der Quarz musste irgendwo ja, abtransportiert werden mit einem LKW, musste zerkleinert werden und so weiter. Das geht verschiedene Schritte und das ist noch ein Produkt mit relativ wenig Ressourcen, aber so ein Computer verbraucht
sehr viel Energie, obwohl er hier an der Steckdose nur relativ wenig Strom schluckt. Das heißt, oft denken wir, ja, mein neuer Kühlschrank, mein neues Smartphone, mein neues Auto verbraucht ja nur ganz wenig. Aber wir vergessen oft eben, dass wir dafür Geld bezahlt haben und dass man an dem Geld relativ einfach ungefähr sich denken kann, wie viel eigentlich konsumiert wurde. Und in einem Smartphone oder einem Computer stecken sehr viele verschiedene seltene Erden, Rohstoffe, die aus verschiedensten Teilen der Erde gekommen sind. Und das sehen wir nicht. Es steht ja 99 Euro drauf, aber steht nicht drauf, hat 120 Kilo CO2 produziert. Und das heißt, es ist auch gar nicht so leicht, sich da in diese Materie einzuarbeiten. Aber man kann es im Kopf behalten ungefähr, dass jeder Euro, den wir konsumieren, rund 1000, also eine Kilowattstunde an Strom verbraucht hat. Das gibt zum Beispiel bei dem 1-Euro-Flug mit Ryanair ist es natürlich ein ganz anderer Verbrauch als 1 Euro für eine lokale Demeter-Möhre. Das ist selbstverständlich, aber als grobe Leitlinie kann man sich so merken, dass jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, natürlich irgendwas dafür getan werden muss. Und am Ende ist es so, dass das natürlich auch recycelt werden sollte. Leider passiert das auch nicht immer. Aber dass eben diese graue Energie, obwohl ich kein Geld benutzt habe, natürlich immer Teil von mir war. Und das heute auf jeden Fall spannend ist, auch zu gucken, für was gibt man sein Geld aus? Wo steckt man das rein oder wo lieber nicht? Beziehungsweise was ist eigentlich alles immer noch möglich? Und das habe ich ja viele Jahre lang gemacht, ohne Geld zu bewerkstelligen, zu organisieren und zu machen. Und deswegen, jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet und jetzt freue ich mich auf eine Frage an euch. Und zwar ist ja das Thema, von der Utopie zur Praxis. Und ihr habt alle irgendwelche Träume in euch, alle irgendwelche Vorstellungen, Dinge, die ihr gerne machen wollt, die ihr erleben möchtet, die ihr erlernen möchtet, tun wollt, umsetzen. Und wir machen das jetzt erstmal als mentale Übung quasi für den Kopf. Das Wichtigste ist ja, dass erstmal hier oben losgeht. Und zwar stellen wir uns vor, eine Welt, in der es kein Geld mehr gibt. Eine Welt, in der alles da ist, was ihr braucht. Also es gibt Lebensmittel, es gibt Bildungseinrichtungen, es gibt die Mobilität, es gibt Internet, Wasser, Kleidung, alles, was man so an Grundbedürfnissen eben hat, ist alles da. Und die Special Needs, also wenn man irgendwie etwas Besonderes möchte, ist auch da. Und jetzt ist die Frage, was würdet ihr tun? Was wäre eure Berufung? Wo würdet ihr euch berufen fühlen, wohlfühlen, etwas zu tun, beizutragen? Und damit möchte ich euch jetzt in diese mentale Übung einladen, da mit einem anderen Menschen aus dem Raum, den ihr nicht kennt. Also viele sind ja vielleicht mit Freunden da, Freundinnen, Familie. Aber ich möchte euch bitten, da jemanden zu finden, den ihr vorher vielleicht gesehen habt, aber noch nie mit dem oder der gesprochen habt, euch da ein bisschen auszutauschen. Und zwar, viele Leute reden dann auch darüber, ja, aber das geht ja nicht. Das ist jetzt nicht die Aufgabe. Also ja, aber geht ja nicht, ist schön, aber es gibt auch da das Sprichwort, jemand will irgendwie was reparieren und es kommt jemand hin und der sagt, nee, das haben schon alle probiert, das geht nicht. Und dann kommt wieder jemand und sagt, nee, du, das geht nicht. Und dann kommt irgendjemand und der ist halt taub, der hört es nicht und der macht es einfach. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dieser Aufgabe, ist ja auch eine Gabe irgendwo, die ich euch jetzt da mit auf den Weg gebe für den Moment. Ihr könnt natürlich das ganze Leben lang noch darüber reden. Ich hoffe, dass ihr vor allem ins Tun kommt, eure Träume zu leben, zu realisieren, daran zu glauben. Aber sich erstmal wirklich darauf einzulassen, nicht zu kritisieren, was nicht geht. Oder die Erde stand auch irgendwann in unserer Geschichte immer im Mittelpunkt des Universums, war es aber nicht. Und dass wir uns einfach mal davon freimachen, von diesem doch sehr dominanten Gedanken, den das Geld irgendwo hat. Also, dass alles mit Geld irgendwie möglich ist, dass alles vom Geld abhängig ist und dass wir das natürlich von klein auf gelernt haben, aber sich jetzt einfach davon mal komplett zu lösen und zu schauen, was schlummert vielleicht in einen, was ist vielleicht schon ein Projekt, wo man dran ist, wo man irgendwie vielleicht noch einen Schub braucht oder so.
Das kann sein, dass man aufhört zu studieren. Man sagt, ich möchte eigentlich was anderes studieren, ich möchte aber eigentlich lieber reisen oder ich möchte doch lieber Bücher schreiben oder ich möchte endlich richtig Klarinette lernen, was auch immer. Aber bitte sucht euch eine Person aus, mit der ihr euren Traum von eurem Leben, von eurer Berufung, von euren Vorstellungen euch gegenseitig erzählt und zuhört. Ihr dürft jetzt beginnen. Super, danke. Ja, hat es euch Freude gemacht? Ja, war schön? Cool. Genau. Ihr dürft auch neben der Person, mit der ich unterhalten habe, sitzen bleiben. Ist okay. Es gibt keine Platzordnung. Ich finde es immer sehr schön zu beobachten, wie die Menschen so angeregt, liebevoll, begeistert sich zuhören, was erzählen. Und dank euch, dass ihr das auch genutzt habt. Und vielleicht habt ihr einen schönen Traum gehört, eine schöne Idee oder gemeinsame Träume geteilt. Ist auf jeden Fall ein Thema, was man und Frau ganz oft besprechen kann. Und vor allem ganz wichtig, nicht im Besprechen stehen bleiben, also da immer weiter auch zu denken. Und vielleicht ist es ein Traum oder eure Berufung etwas, was noch ein bisschen in der Zukunft liegt, aber nicht daran glauben, dass die Glücklichkeit oder die Berufung, dass man die irgendwie so auf die Zukunft schieben kann, bis es dann passt. Das ist so wie Kinder. Da gibt es dann auch, ja, wenn es passt. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das passt immer. Das ist das größte Geschenk und ich bin sehr dankbar, Vater sein zu dürfen und ihr dürft auch alle Vater oder Mutter von euren Träumen sein und die wirklich wie ein Bauer oder eine Bäuerin pflanzen in die Erde und die hegen und pflegen. Deswegen bleibt da dran an euren Ideen, an euren Gedanken, die ihr da habt, was ihr machen möchtet, umsetzen möchtet und vertraut euch da auch. Und es gibt keinen falschen Traum. Also das gibt's nicht, sondern alles, was ihr in euch habt, das könnt ihr leben, könnt es machen und tun und vielleicht entdeckt ihr dann irgendwie, das ist doch nichts oder das gefällt mir eigentlich doch nicht so oder das ist mir auch viel zu kompliziert oder viel zu anstrengend und ihr spürt keine Begeisterung mehr, das ist doch super. Dann könnt ihr weitermachen, aber wenn man die Erfahrung nicht macht auch, wenn man nicht losgeht, dann kann man nicht scheitern und ein kleines Kind lernt nur laufen, weil es immer wieder auf die Schnauze fällt. Und wir sollten auch nicht aus Angst vor Enttäuschung, aus Angst vom Versagen, vor Fehlschlägen, Rückschlägen gar nicht erst loslaufen. Das ist fatal. Da kommen wir nirgendwo hin. Und das ist etwas ganz Elementares fürs Leben, Fehler zu machen, in eine Richtung zu laufen, vielleicht auch wieder zurückzugehen. Aber immer flexibel zu bleiben, sich nicht sein eigenes Gerüst bauen, nicht zu starr werden, sonst bricht man irgendwie ein. Sondern da auch immer wieder Rücksprache halten mit sich. Wo steht Mann, Frau gerade? Wo möchte man hin? Ist das noch irgendwie vereinbar oder habe ich mich gerade entfernt von meinem Traum, von meinen Idealen? Und da immer auch im Dialog mit sich zu sein und natürlich mit seinen Mitmenschen. Und wie gesagt, gemeinsam träumen ist immer das Allerschönste. Und die Sachen dann realisieren, das ist fast, das ist natürlich noch ein bisschen anders, aber fast wie ein Kind bekommen. Das ist dann ist es da auf einmal und ist ein ganz wunderbares Gefühl. Und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde für eure Fragen, die euch
so begleiten, was das Thema anbelangt oder mich anbelangt oder den Geldstreik anbelangt oder Foodsharing. Wir werden nachher noch am Ende eine kurze Vorstellungsrunde haben von der Foodsharing-Situation hier in Freiburg. Fast 500 Leute sind da schon ganz aktiv dabei. Aber ja, ihr dürft jetzt fragen. Also erstens wahnsinnig Respekt vor der Lebensform, also echt krass. Und ich habe mir so überlegt, was mich am meisten davon abhalten würde. Und ich glaube, es wäre echt so dieses Abhängigkeitsgefühl, das für mich da so ein bisschen mitschwingt. Also ich finde, das klingt jetzt auch ein bisschen so, als wenn man immer abhängig von Menschen, die einen mitnehmen oder eben mit Kleidung versorgen. Die Abhängigkeit. Also erstmal glaube ich, dass wir alle sehr abhängig sind voneinander. Weil auch wenn ich ganz viel Geld habe und von keinem Menschen direkt irgendwie abhängig bin, bin ich doch irgendwo abhängig, dass es hier warm drin ist, dass es hier sauber ist, dass ich genügend Essen habe, dass wenn ich krank bin, dass ich versorgt werde. Das heißt, ich bin so oder so, ob ich das glaube, ob ich das will oder nicht, lebe ich in der Abhängigkeit, weil wir Menschen nicht nur abhängig von der Erde sind, sondern auch abhängig von unseren Mitmenschen. Das scheint aber manchmal so, wenn wir das Geld haben, dass wir unabhängiger sind. So wie ich bekomme BAföG oder ich habe ein Grundeinkommen gewonnen oder ich habe irgendwie Geld gespart und bin quasi unabhängig. Aber das ist eben eher ein Quasi, weil letztendlich funktioniert alles, was wir tun, was wir machen, funktioniert nur dank anderer Menschen, die uns da irgendwie helfen, dass wir das machen können. Auch wenn das mit Geld funktioniert, aber wenn ein Handwerker kommt und irgendwie wieder ein Rohr stopft oder so, dann kann ich ja mich so fühlen, als ob ich unabhängig bin von dem Menschen, weil ich muss den ja nur bezahlen, habe dann nichts mehr damit zu tun. Aber letztendlich bin ich abhängig, weil wenn kein Handwerker oder eine Handwerkerin kommt und das macht, ich schaff's wahrscheinlich, weil ich da einfach nicht die Expertise habe. Und für uns war das so mit der Abhängigkeit, dass das eigentlich eher so ein Gefühl war, auch von Verbundenheit. Also die Menschen, die gesagt haben, wir würden uns freuen, wenn ihr hier zu uns kommt und bei uns wohnt und hier wirkt, dann war das vielmehr ein Aufeinanderzugehen. Das heißt, die Menschen haben sich geöffnet und wir haben diese Öffnung wie ein Auto, was die Tür öffnet und sagt, hey, steig ein. Wir haben es genutzt, wir haben ja jetzt niemand haben wir uns aufgedrängt oder so, sondern die Menschen haben es ja schon aus einer freien Entscheidung gemacht und aus einem freien Willen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das Gefühl von Abhängigkeit kann man aber trotzdem haben, weil man irgendwie denkt, ja, jetzt der oder die könnten jederzeit sagen, geht mal raus oder so, was auch einmal der Fall war. Das ist dann ja etwas, was aber auch passieren kann, wenn man jetzt unabhängig ist mit Geld, weil man einen Job hat. Da kann man sich auch wieder Ängste machen, oh, ich könnte meinen Job verlieren und dann könnte ich vielleicht meine Wohnung nicht mehr bezahlen oder irgendwie ein Hobby, ein teures, was man hat oder was auch immer. Das heißt, irgendwo abhängig sind wir und das hängt vor allem, glaube ich, aber im Kopf ab, wie sehr wir diese Abhängigkeit wirklich auch an uns heranlassen, dass wir uns dadurch negativ beeinflusst fühlen, sondern wie ich gesagt habe, ist eigentlich für mich eher dieses Gefühl, es ist schön, dass sich Menschen füreinander öffnen und sich gegenseitig helfen. Und das bedingungslos, also ohne eine Erwartung an den Tag zu legen. Wenn ich jetzt dieses tue, dann musst du mir jenes geben oder so, sondern vielmehr, ja, die Menschen haben das zu beigetragen, so wie ich das auch gemacht habe und immer noch versuche, was ich kann. Und das ist eigentlich etwas, finde ich, sehr, sehr Schönes, was ich auch weiter leben möchte, eben dieses. Ja, nicht in Erwartung zu geben, ich bekomme etwas von dir zurück, sondern in dem Vertrauen zu schenken und zu geben, dass wenn ich etwas brauche, dass ich das auch bekomme. Und zwar nicht von dir, sondern von der Gesellschaft, so wie die Natur. Das ist auch das Ökosystem, ist ein großes Ganzes, ein Organismus. Und ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen mehr auch so als Teil dessen betrachten, nicht irgendwie separat von allen Lebewesen und der Natur, sondern dass wir irgendwo auch dazugehören, dass es irgendwo alles ineinander fließt und stimmt. Und so wie ich irgendwie am Anfang vielleicht das Gefühl hatte, ja, warum klappt das jetzt nicht mit der Wohnung finden, obwohl es so viele gibt, die frei sind, war das, glaube ich, am Ende der richtige Weg, der mir vielleicht von außen so ein bisschen so zugeschickt wurde, so wie die E-Mails nach Mexiko.
Und dass es in Ordnung ist und dass ich jetzt da nicht betrübt drüber bin oder so, dass es nicht geklappt hat. Und ich glaube trotzdem noch an die Menschheit, dass wir es schaffen, hier irgendwann in Frieden zu leben. Ich habe eine ganz praktische Frage. Während deinem Geldverzicht, Klopapier. Es kann nicht recycelt werden. Und ja, wie habt ihr das bewerkstelligt? Weil seid ihr auf dem Wassereimer umgestiegen? Das wäre so die einzige Möglichkeit, die sich mir. Genau, also ganz am Anfang, wo wir zurückgekommen sind nach Europa, war das wirklich mein allergrößtes Anliegen, auf allen Ebenen zu zeigen. Ich bin sogar zu Stern-TV getrennt und habe gesagt, nee, ich nehme nichts an und habe jegliches Geld, also selbst wenn jemand mich zum Essen einladen wollte, habe ich das verneint und war sehr strikt, konsequent, dogmatisch könnte man es auch nennen. Und natürlich Klopapier, ich kann ja nicht Klopapier von jemand anders annehmen. Und das war aber wirklich ein bisschen radikal, aber es geht. Nämlich, ihr wisst alle, wenn man in ein Restaurant isst zum Beispiel, gibt es ja immer Servietten. Und die Leute benutzen sie oder sie benutzen sie nicht, aber sie können alle als Klopapier verwendet werden. Das heißt, damals habe ich dann einfach mit den Restaurants Deals gehabt oder Leute, die in Restaurants arbeiten und die haben dann einfach die Servietten, wo die Leute einmal so gemacht haben oder nur das auf dem Tisch lag und nicht mehr die perfekte Form hat, wird alles weggeschmissen, gesammelt und auch da können sich wahrscheinlich mindestens 1-2 Millionen Leute in Deutschland von dem recycelten Toilettenpapier versorgen. Aber das ist nicht... Es war ein bisschen übers Ziel hinaus, habe ich gemerkt, weil das natürlich auch wieder ein extra Schritt ist. Und so war ich auf vielen Ebenen ein bisschen sehr, sehr streng auch mit mir. Und das hat am Ende aber nicht dazu geführt, dass unbedingt mehr Leute das jetzt gemacht haben, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man praktische Lösungen anbietet, so wie Foodsharing. Da habe ich mich eben auch sehr wohl gefühlt, weil das nicht nur so eine Einzellösung für mich war oder für uns als Familie, sondern etwas ist, was andere Menschen nachmachen können und was praktikabel ist und was Sinn macht und was Freude macht und nicht irgendwie so spinnert klingt. Und deswegen habe ich mich da am Anfang ein bisschen verrannt und vor allem dank meiner lieben Frau Nieves habe ich da auch ein bisschen von diesem Trip, bin ich so ein bisschen runtergekommen und mittlerweile benutze ich auch wieder Geld, was aber für mich in Ordnung ist, weil ich auch... am Anfang in die ganze Lebensmittelrettengeschichte von den Supermärkten, von den Tonnen, da ging sehr viel Zeit drauf, weil ich natürlich zu verschiedenen gegangen bin, das musste gewaschen werden muss man dann sich sehr viel drum kümmern, um das Ganze, um auch alles zu haben, was man irgendwie will. Und als ich dann mit Foodsharing angefangen habe, war ich auch ein bisschen lockerer und habe eben auch Lebensmittel angenommen von unseren Mitbewohnern, wenn wir mal kein Müsli hatten oder so, dann auch ein bisschen Müsli genommen und was gut war, weil es ja letztendlich, mir ging es ja nie darum, dass nur jetzt wir als Familien einen kleinen ökologischen Fußabdruck haben, sondern es geht ja vielmehr darum, wie können wir als Gesellschaft einen Wandel voranbringen und dass da eben praktikable Lösungen wie das Toilettenpapier vom Restaurant von nebenan ist eine Möglichkeit, aber war mir nicht das Wichtigste und heute eben der Schritt auch, mich von dem Geldstreik so zu lösen, nach Möglichkeiten zu schauen, wie können viel mehr Menschen weniger geldabhängig leben, also unabhängiger vom Geld werden, durch Möglichkeiten wie eben Foodsharing und auch in Zukunft mit Unity, noch mit vielen anderen Bereichen, wo Mann und Frau sich eben von dem Geld freier macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich auch ja darin bestärkt hat, eben nicht mehr diese extreme Art und Weise zu leben, sondern mich da zu öffnen und zu gucken, was sind Arten und Weisen, die andere Menschen auch gerne leben möchten. Und dadurch nicht meinen ökologischen Fußabdruck im Vordergrund haben, sondern den allgemeinen gesellschaftlichen, was natürlich das Zentrale ist. Weil ich kann auch in den Wald gehen und Eremit spielen und habe einen fast neutralen ökologischen Fußabdruck, aber dadurch ändert sich nicht so viel in der Welt. Du hast vorhin mal von der kritischen Masse gesprochen, die wir erreichen müssen, damit dieser Wandel sich mal durchsetzt. Aber vielleicht haben wir ja schon diese kritische Masse schon lange erreicht, aber wissen es noch gar nicht. Vielleicht ist es dann auch mal wichtig, dass wir alle so als ganz große Kommune mal in Austausch kommen, dass man sieht, okay, da gibt es noch mehrere Millionen Menschen, die haben es trocken zu brauchen, wie begriffen, dass der Planet verrückt geworden ist. Und wo siehst du jetzt unsere Möglichkeiten des Austauschs, dass man wirklich flächendeckend die Leute erfahren, ja, hey, da sind Leute, die sind motiviert, was zu verändern. Also, dass es dann auch mal wirklich ins Tun kommt und nicht nur ins Denken.
Also ich glaube auch, dass wir die kognitive kritische Masse schon bereits erreicht haben, auf jeden Fall. Aber das Problem ist immer noch, wir wollen auch alle Weltfrieden, aber es gibt leider immer noch sehr viel Krieg und Terror und wir sind damit auch irgendwo, ja, tragen wir Verantwortung, wir sind damit irgendwo verbunden, das ist nicht etwas irgendwie Externes. Und dass es viel wichtiger ist, eben eine kritische Masse zu erreichen, nicht von Menschen, die schwafeln, träumen und irgendwie so in ihrer Suppe sind, sondern die sich eben mit ihren Gedanken, Vorstellungen und Träumen ins Leben stürzen und das umsetzen. Von daher, da denke ich, sind wir an einem Punkt, wo wir einen sehr nährhaften Boden haben, wenn wir uns als Gesellschaft, als Boden sehen, wo eben ja, auch ganz Neues entstehen kann, wenn wir uns dann auch mal da trauen, ein bisschen ja, weiterzugehen. Das heißt eben von diesen Gedanken ins Tun zu kommen. Und dass es dann gar nicht mehr so lange dauert, bis vielleicht ein großer Umbruch stattfindet, neben ganz vielen tollen Graswurzelbewegungen, die es überall gibt auf der ganzen Welt. Und was du gesagt hast, dass man sich ein bisschen alleine oder so fühlt, ich glaube, das ging jedem von uns irgendwann mal so. Aber dass es ganz wichtig ist, sich eben da auch zu vernetzen. Und das kann eben sein, durch Facebook oder wenn man sagt, ey, ich möchte lieber realen Kontakt, nicht nur in irgendwelchen Gruppen drin sein. Ich suche die Gruppen auf, ich vernetze die. Hier in Freiburg, ihr habt so eine Vielzahl von tollen Initiativen und da ein bisschen die Synergieeffekte noch mehr zu nutzen, das kann jeder Mensch auch ganz praktisch tun, indem man einfach zu den Leuten hingeht, spricht, verbindet, sagt, hey, ich kenne da jemanden, du. Und ich glaube, Netzwerker und Netzwerkerinnen, Menschen, die verbinden ist etwas ja, ganz Entscheidendes, damit diese kritische Masse dann auch wirklich so entstehen kann, dass die Menschen ja, da auch spüren, genau, jeder ist eben nicht nur in seinem kleinen Universum, sondern wir sind alle hier auf dem gleichen Planeten und da wartet noch ganz viel Schönes auf uns. Mhm.